Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich Master Yi im Jungle. Ja, des Weiteren in meinem Team ein Pantheon auf der Top Lane, Heimerdinger auf der Mid Lane, Vayne als ADC und Lux Support. So, hier oben schnell worden. Zack. Im Gegnerteam haben wir einen Jax auf der Toplane, Evelynn im Jungle, Gangplank auf der Midlane, Jinx als ADC und Rakan Support. Er wird ziemlich eklig. Gerade die beiden obersten Champs, Jax und Evelynn, nicht gerade Freunde von Master Yi. Naja, ich starte auf jeden Fall ganz standardmäßig mit drei Heiltränken, der Machete des Jägers und dem Abwehrtotem. Smite und Flash dabei. Und als Mastery in Brunst der Schlacht. Als Runen benutze ich Attack Speed, wachsende Magie-Resi und Rüstung. Ja, und viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Können wir noch eine Runde dancen hier. Heute mal wieder mit dem Project Yi-Skin. Okay, genug gedanced. Muss auch schnell machen hier. Hab eine Pizza im Ofen und tierisch Kohldampf. Also einen schnellen Sieg einfahren. Zum Blue Buff. Heiltränke nutze ich diesmal auch direkt, weil ich doch ein bisschen Schiss vor der Evelynn habe. Okay. Hochheilen. Und mal gucken, ob ich Toplane mal ganken kann. Er hat gewardet. Schade. Nach der Krabbe gehe ich direkt wieder vorbei. Lol. Nee, reicht nicht. Schade, aber er hat einen Flash raus. Ein bisschen hat's gebracht, aber schade, dass der Kill nicht gekommen ist. So. Mein Pantheon, du solltest jetzt auch mal weggehen. So, direkt hier unten weitermachen. Und Pantheon portet nicht. Ich
Ich will nur auf der Midlane. Will Heimerdinger ganken. Good luck. So, und da sie unten wohl nicht vorbeischauen wird, kann ich mich auch hier zurückporten. So, schneller heilen. Na, mal gucken, jetzt sind alle Lanes gepusht. Oh, schade. Schade auf der Top-Lane, aber gut, wenn der Jax jetzt zurückgehen muss. Den Torshot hätte er nicht kassieren dürfen. Aber passiert. So, ne, nach oben wollte ich gucken. Nichts geworden. Dann bewege ich mich da runter zu meinem Red. Heimerdinger braucht man eigentlich nicht zu ganken. So. Oh, schön, dass ich unsere Botlane so halten kann. Boah, sogar mehr Farmen als die Jinx. Das ist nice. So. Ab zu den Wölfen. So, Level 6. Oh, jawohl, er hat ihn. Stirbt dabei leider auch noch. So. Ich will sie allerdings nicht fighten. So. Oh, der ist schon ziemlich angeschlagen. Ich lasse seine Heimerdinger eigentlich mal machen. Es sei denn, natürlich, er schreit um Hilfe. Okay, hatten wir meinen. Ja, am Tower kann. Das meine ich. Das kommt dabei rum. Deswegen lasse ich eine Heimerdinger immer gerne in Ruhe. Er kommt alleine eigentlich am besten klar. So. Okay, Hammer. Das macht mir gar nichts, dass sie den Kill gekriegt hat.
So, ich gehe jetzt erstmal wieder Base. 2200 Gold, da kann man schon ordentlich für shoppen. Oh, beiden Schienen des Berserkers. Und mein Jungler-Item. Selbstverständlich Säbel des Plänkers mit Blutschnitter, wie es auch vorgeschlagen wird. Man kann auch das Blaue nehmen, wenn man die Gegner mehr slowen will, aber... Oh. Mal sehen, ob ich da noch hinkomme, aber Lux hat es auf jeden Fall erlebt. Und Lumine auch, denke ich. Yep. Hm. Okay. Ah, schade. Durch. Und ab dafür. Das reicht. Ist eine gute Idee, die Wein zu feeden. So. Oh, Pantheon wird da oben gejagt. Ich mache erstmal schnell die Krabbe. Oh, da haben sie gewartet. Ich gehe einen Drake machen. Red Buff geht das ja wunderbar. So. Und runter. Go. Ah ne, komm, da warte ich und nehme das vampirische Zepter gleich mit. Na, jetzt haben sie den Pantheon aber ganz lieb da oben. Hm, den Tower kriegen sie auch. Mal gucken, nicht das in Herold machen. Nein, machen sie nicht. Ich glaube, jetzt muss ich da unten nochmal die Botlane wegholen.
Ja, da ist der Jax. Mal sehen, komme ich da noch dran? Boah, verdammte Minions. Hm? Nein. Na, drehen wir mal wieder ab. Hier ist nichts. So. Und da unten geht's weiter. Ja, verstehe ich auch nicht, warum man sowas schreiben muss. Aber okay. Ich habe meinen zweiten Kill. Und bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem Spiel. Auch wenn es an Kills 10-10 steht. Wir führen aber 2-1 Tower. Ein Drake. Also, alles gut. No. Jawohl, Heimerdinger hat auch ein Tower. Nochmal Zusatzgold für uns. Und ich bewege mich wieder zu meinem Red Buff. Und dann mal schauen. Ja, ist gleich da. Das passt. Nochmal die Abkürzung hier. So. Okay. Viere. Oh, ersten zwei sind wir gleich wieder da. So, und zurück. Ja, da rennt mein Penta. Ja, kommt weg. Brauche ich gar nicht hinzugehen. So, und ich habe mein Blade. Und Heimer hat in der Zwischenzeit erstmal einen Herold gemacht. So, noch ein bisschen Schaden mitnehmen. Meeresdrache anzeigen, dass er gleich wieder da ist. Oh, Ult ist auch wieder ready. Hier ist ein Ping. Na, ich gehe Botlane runter. Eigentlich nur damit sie so mein Team in Ruhe lassen und hier ein bisschen was zu mir rüber schicken.
Ah, da muss gleich wer kommen. So. Ich denke, jetzt kommen sie und da gehe ich direkt mal entgegen. Okay. Jetzt muss ich natürlich wieder raus. Blue Buff geklaut. Also wie viel brauche ich von meinen? 2-1, lol. Da fehlt noch einiges. Oh, was war das denn? Sah sehr merkwürdig aus. Wie der da rausgeslidet ist. Manche Leben bestehen auf ihren Fehlern. Okay. Mal kurz auf den Red warten hier. Da ist er. Mal gucken, ob hier wer kommt. Nee, kommt keiner. Alle Botlane. Na gut, dafür kann ich hier oben einreißen. So, reicht mir. In-App habe ich. Jetzt kann ich raus. So, und jetzt port ich aber erstmal back. So, schon Jax. Nee, 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 lasst mal, Leute. Ich will erstmal back. Doch, die paar Gold warte ich jetzt. Ich hoffe, die sterben da unten nicht alle. Da oben. Schon. Nicht gut. Und ich muss nachher natürlich auch aufpassen. Genug Damage haben sie. Wenn Jax mich einmal mit seinem Stun erwischt, dann war's das. Aber ich habe eigentlich keinen Bock mehr, Quecksilberschärfe zu holen. Ich möchte hier richtig Damage fahren. So, da sind sie. Hey. Okay. Ah, meine Ulti ist aber leider ausgelaufen. Ich
riskant. Ach, aber eigentlich können wir es machen. Ja, aber nur wenn die anderen auch kommen. Wow, sehr schnell down gegangen. Yep. Gehen wir rüber zum Ahnendrachen. Warum schreibt die GG? Wollen die Gegner aufgeben? So, ich brauche noch ein bisschen Gold fürs nächste Item. 1-4. Jetzt könnte ich es mir holen, aber mache ich nicht. Oh, 9-0. Mal wieder ein schönes Yee-Game. Oh, Tower Agro. Das tut doch nicht not. Ah! Ne, 10-1. Einen noch mitgenommen. Pantheon-Ult. Kommt er noch dran? Ja, mit Flash, Jump und allem. Ja, zwei nur noch am Leben, einer. Und die Top-Lane pusht richtig rein. Triple für Pantheon. Yulin wieder da, aber das dürfte nicht mehr reichen. Ob ich noch hochkomme. Bin noch mit aufs Siegesfoto. Nee, aber das passt nicht mehr. Hm, zwei wieder da. Gleiches Ding ist auch wieder da. Na, Pantheon, kannst du beenden? Nein. Schafft's nicht. Ich hole erstmal den Tower hier. Naja, gut. Hätte noch ein Penta werden können, aber... sollte nicht sein. Ich hoffe auf jeden Fall, das Game hat euch trotzdem gefallen. Und wenn ja, schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald, euer Ran.